Oh, da kommt der Dragan. Und wer noch? Ah, der Günther. Oder Dragan? Hi, was denn? Nix. Der ärgert dich, der Typ, oder was? Der da, nee, das ist ein Kumpel. Du bist jetzt auch in unserem YouTube-Video von heute. Da lachst du, gell? Da sind deine Scharniere. Guck mal, hier habe ich sie dir hingelegt. Ah, super. Ja. Ah, ja. Wird alles aufgenommen. Ja, wird alles aufgenommen, ne? Guck mal. Achso, du machst ja deine. Wunderbar. Ich hab nichts gebaut, deswegen. Der Günther. So, mach's gut, Dragan. Tschüss. Hallo, Tom. Hey, Günther. Markus, grüß dich. Du, ich brauch ein Stück Nussbaum. Hast du sowas da? Boah, komm, wir gehen mal gucken. Ich glaube nicht, aber wir schauen mal durch. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Kirsche. Wenn nicht, müssen wir es irgendwo besorgen. Ja, okay, können wir machen. Ich brauche auch Nussbaum. Dann hole ich meinen Zettel, Stückliste und dann fahren wir zum Bäcker. So machen wir es. So, jetzt fahren wir nach Funkstadt. Zum Holzbäcker, wie der Günther sagt, nicht zum normalen Bäcker. Vielleicht fahren wir auf dem Rückweg zum normalen Bäcker und holen uns Kreppel. Mal gucken. Du kannst da vorne in dem Zaun ruhig reinfahren und neben dem roten parken. Das hier ist die Ausstellung, da gibt es Türen und Parkett. Hier ist der Großhandel, da sitzen die Vertreter, mit denen ich mal telefoniere. Und da hinten ist das Holzlager und das Lagerbüro. Das mit Ausstellung und allem Pipapo. Da sind wir. So, Günther, und was ist der erste Eindruck? Sehr gut. Schauen wir mal. Ja. Wow, hier sind die guten Sachen. Hier sind die guten Sachen. Hier liegt, glaube ich, schon das, was wir wollen. Wenn ich ganz ehrlich bin, kann ich nicht unterscheiden, ob das europäisch oder amerikanisch ist von der Farbe. Deswegen müssen wir jetzt auf den Verkäufer warten und gucken, was der sagt. Auf jeden Fall ist schon mal Nussbaum. Guck mal da, den Stamm hier. Ist der nichts für dich, meinst du? Der ist doch ganz schön da, oder? Oder meinst du, das ist ein bisschen viel für dich? Dann lass ich mal gerade einpacken jetzt. Günther, was denkst du? Ist da was dabei für dich? Welchen nehmen wir? Den da. Den ersten? Alles klar. Ich denke, da kriegst du deine Schale raus, oder? Schon werden, Markus. Warte. So, okay, den nehmen wir. Jawohl. mm amerikanische Walnussblockware. Und jetzt, tada, nehmen wir den oberen Zettel weg. Genau. Ja, und jetzt erschrecken wir ein bisschen. Ja, 4,40 m x 38, 92 Kilo, 1,09 Kubikmeter. Kubikmeterpreis 3000 Euro. Da landen wir bei einem Stück Holz ohne Bearbeitung bei 404 inklusive Mehrwertsteuer. So, liebe Leute, willkommen in der Werkstatt. Die Bohle ist geliefert worden. Und jetzt gucken wir mal, ob da was für den Günther übrig bleibt. Ich mache 4 Steckboards da draus. Die haben eine Lichte von 986 minus 2x4. Das heißt, ich schneide 4 Stück zu einem Meter raus. Und dann brauche ich aber blöderweise noch ein weiteres Steckboard, was 1,60 Meter fast lang ist. Ganz wichtig, neben der geringen Anzahl der Zähne ist auch die Zahnform. Leute, die mit einem Wechselzahn, Sägeblatt einen Längsschnitt machen, muss ich leider so sagen, die haben von Sägeblättern überhaupt keine Ahnung. Also Flachzahnsägeblatt für Längsschnitte, Wechselzahnsägeblatt für Querschnitte. Drehzahl optimalerweise steht hier N-Opt 3800. Haben wir hier auch eingestellt, 3800. Da uns die sichtbare Qualität der Schnittfuge
beim Längsauftrennen völlig wurscht ist, gehen wir hier auf die Höhe und stellen das absolute Maximum ein, was wir können. Ja, wir tun jetzt mal so und sagen so, oh, ich will 200 mm sägen. Dann sagt er, ich kann aber nur 101,5. Dann bestätigen wir das. Die Tiefe der Bohle, die in die Nische kommt, soll 200 mm betragen. Deswegen mache ich jetzt hier mal auf 210. Ups, Entschuldigung. 210. Aufpreispflichtig, aber jeden Cent wert, ist diese Rolle, die ich hier rausklappen kann, damit ich auch alleine so eine große Bohle auftrennen kann, ohne dass mir die hinten wegkippt. Ja, läuft. Hier ist genau die Markierung, wo das Sägeblatt läuft. Und hier im Tisch ist auch nochmal eine Markierung, wo das Sägeblatt läuft. Das heißt, es ist für mich auch per Augenmaß total easy, das genau da durchzuschneiden, wo ich es haben will. Muss noch die Leisten hobeln, da muss man ein bisschen besser aufpassen. Das Fingerchen. Da ich die Bohle sehr knapp gerechnet habe, muss ich jetzt hier zwei schräge Teile aneinander verleimen. Mache ich ungern, aber in dem Falle finde ich es nicht schlimm, weil das Holzbild so gut ausschaut, dass wenn man das nicht weiß, dass man das eigentlich gar nicht wirklich sieht. Machen wir hier in der Mitte noch einen. Verleime ich das schnell. Als Zulagen hat sich bewährt, wenn wir Küchenarbeitsplatten haben, bleibt eigentlich immer ein Stück übrig. Die schneiden wir dann in 5 cm breite Streifen. Dann haben wir ganz gute Zulagen. Da kann man den Leim wieder abwischen oder mit dem Stechbeitel oder mit der Ziehklinge schnell abkratzen, wenn was drauf kommt. Die Domino-Dübel habe ich hier ganz kurz abgeschnitten, weil die dienen ja nicht dafür, irgendwas zu halten, sondern nur dafür zu sorgen, dass mir das hier beim Verleimen nicht verrutscht. Weder in der Breite noch in der Dicke. Stechbeitel den Leim wegmachen.
Weil wenn er hart ist, will ich den nicht mehr abhäkeln. Jetzt habe ich den Leim im Stechbeitel abgeschoben und es quillt noch mal so minimal hinterher. Dann weiß ich, dass auf jeden Fall genug drauf ist. Ich mit der Bogendruckfeder. Der Nuta ist noch genauso eingestellt wie vorher. Wir haben dieses Brett hier als tieferen Anschlag, damit wir jetzt hier die Seitennut fräsen können. Wir wollen sie natürlich nicht durchfräsen, vorne soll man das ja nicht sehen. Ja? Hier ist mein Schiebebrett, damit ich das Ganze parallel schieben kann, dass es mir nicht verkippelt. Hier in der Mitte haben wir so ein bisschen Holz noch stehen. Das kann man aber mit einem scharfen Stechbeitel einfach super rausmachen. Diese Leisten sind gehobelt. Die werden jetzt noch vorgebohrt und gesenkt, auf Maß geschnitten. Und dann werden die an die Wand geschraubt und dann wird unser Steckbord hier zack drauf geschoben. Der Hauptgrund, warum es immer wichtig ist, erstmal grob zu schleifen, bevor man fein schleift, das sind die sogenannten Hobelwellen, Hobelschläge, wie auch immer. Ja, in dem Falle Hobelwellen, und zwar hier sind, sieht man überall so ganz kleine Striche quer zur Maserung. Ja. Das ist vom Hobelmesser. Beim Beizen solltet ihr darauf achten, dass ihr immer in Maserrichtung den Pinsel schwingt und nicht quer. Es gibt nämlich Beizen, wenn ihr da einmal quer streicht mit dem Pinsel, dann kriegt ihr diese Querstriche nicht mehr raus. Und wie machst du das fest? Nur neben an der Seite? Es wird auf so Leisten aufgeschoben, ja. Dafür sind diese Nuten da eingefräst. Bei allen Lacken muss man natürlich auch das Öl aufrühren. Dafür haben wir uns hier so ein Turboquell gekauft.
Ganze schleife ich nur mit so einem Schwämmchen zwischen, nicht mit der Maschine, damit ich nicht aus Versehen irgendwo durchschleife. Aber es ist eh schon super glatt. Das Schwämmchen hat 180er Körnung und dieses Schaumpapier für die Ecke hat 500er Körnung. Jetzt sind wir auf der Baustelle und hier ist die Nische, wo unser Fachboden reinkommt. Diese Teile, die hier an die Wand geschraubt werden, und dann wird hier unsichtbar drauf gesteckt. Fuge links und rechts vermitteln, dass wir eine gleichmäßige Schattenfuge haben. Jetzt haben wir die verschiedenen Höhen festgelegt mit der Kundin, alle auf dem Klebeband markiert, die Achsmaße werden mit sanft klebendem Tape auf die Wand übertragen, die Bohrlöcher markiert und das Klebeband vorsichtig wieder abgezogen. Die sind jetzt alle vorgebohrt. Für so eine Ecke wie diese hier wurde dieses Exzenterteil erfunden. Den ersten habe ich ausprobiert, hat gepasst und jetzt wir haben die anderen alle drauf geschoben. Das war's für heute. Ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, einen Daumen nach oben oder ein Abo. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.